Treffen gleich mal, oder? Das hat einen Überfall, ja. Ist das der eingekreist? Ja, genau. Das ist also die ist, das Gelbe da unten ist die Waffenenergie. Und je öfter sie abfeuert, desto weiter geht es runter. Und je stärker das die Waffen sind, desto mehr Energie verbraucht es. Das Violette ist die Schutzschildenergie. Die kann ich dann mit F kann ich die dann wieder herstellen. Das sind halt so ja, Schutzschildbatterien. Und unten, wenn das da ganz unten ist, dann ist scheiße, weil dann stirbe ich. Oder das Schiff bricht auseinander. Es ist der Rumpf, also die Hülle. Die kann ich aber mit den Nanobots wiederherstellen. Mit G. Ja, genau. Gut, jetzt kümmern wir uns mal um die. Machen Sie die Waffen da. Es könnte Ärger geben. Da, Rogues! Sag mir ja da. Ausscheren und angreifen. Wir müssen sie fernhalten, bis die Handelsroute wieder stabil ist. Ja, ich bin ja schon dabei. Komm her da. Ja! Nächste ist hinter mir. Was zum. Die schießen da Raketen auf mich? Was? Sicher eine Penner! Alles klar, nächste. Gegner hat Feuer eröffnet, weiche aus! Jawohl, und der hat auch schon wieder was verloren, sehr gut. Komm her da! Jetzt auf mit Raketen auf mich zum Schießen! Das ist voll unfair! Solche nicht! Das sind keine Gentlemen, nicht. Komm her da! Das war der letzte. Okay. Wir verschwinden besser, eh noch mehr aufkreuzen. Ganz meine Meinung. Die Handelsroute ist wieder stabil. Dann mal. Halt! Radar zeigt neue Ziele. Gamma 6, wir müssen los! Wir geben Deckung. Trent, mit dem Konvoi in Formation gehen. Okay. Es wird knapp, aber ich denke, wir schaffen es ohne weiteren Kampf. An alle, Kurs halten! Trent, die Piraten nicht angreifen! Wir müssen den Konvoi hier wegbringen. Jawohl! Tata, schnell, schnell! Bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen. Kommen wir noch näher. Also da sieht man die Entfernung. Ich weiß nicht, was das für eine Messeinheit ist, aber... ja. Also ich bin im Prinzip die Feinde, die Freunde, Neutrale. Was haben wir da? Leute, also Schätze zum Beispiel, die was in der Nähe sind. Solar und die ganzen Planeten und Anlagen. Die Schiffe so. Das war knapp. Und alles, was danke, dass Sie uns heil hergebracht haben, Gamma 6. Fast hätten wir es nicht geschafft. Das Blatt wird sich bald wenden. Die Rogues waren besser ausgerüstet als erwartet, aber wir haben, was wir wollten. Danke, dass Sie Lockvogel gespielt haben. Jetzt müssen Sie sie schnappen, King. Wir entladen unsere Fracht. Denken Sie an unsere Abmachung. Ich übertrage den Lohn auf Ihr Neuralnetzkonto. Verstanden. Transportführer, Ende. Hey King, weshalb sind wir gekommen? Das werden Sie bald sehen. Los, landen Sie auf Pittsburgh. Wir sehen uns auf der Oberfläche. Alles klar. Andockring, Pittsburgh, das werden Sie. Ja, genau. Ah ja, das sind die Andockringe, dass man einen Planeten andocken kann. Bei Stationen sind es einfach nur mal Landedocks. Und da docken wir jetzt mal auch nur einen Planeten. Ja, Sie haben Piloten Stufe 1 erreicht. Ja. Ausrüstung und Schiffe kaufen, dieser Stufe versprechen. Darüber hinaus dürfen Sie jetzt schwierige und lukrative Einsätze annehmen. Dankeschön. Minutenfertigkeit erfordern. Sehr gut. Juppie! Bestätigt, Anflugerlaubnis zum Landepunkt erteilt. Sie dürfen jetzt zum Landepunkt. Die erinnern mich irgendwie an den an die Star Wars Droiden. So. Roger, Roger. Ja, schau nicht fast so aus. Sie werden Pittsburgh reichlich langweilig finden, Trent.
Da gibt's nur den Bergbau, sonst nichts. Außer Felsen, Rauch und Feuer. Aber was an Klasse fehlt, machen die billigen Drinks wett. Landen Sie Ihr Schiff auf einem der Pads da drüben. Er schaut wirklich nicht aus wie ein Urlaubsort. Ja. Gute Arbeit, Trent. Ich schulde Ihnen ein paar Credits. Hey King, wussten Sie, dass es da draußen hoch hergehen würde? Aha, noch sind wir nicht fertig. Wir warten nur auf die anderen. Welche anderen? Wir vermuten, dass der Orden Kontakte zum organisierten Verbrechen in Liberty hat. Vielleicht sogar ein Geheimquartier. Ich glaube, wir haben was entdeckt und haben Verstärkung angefordert. Wir könnten Sie dabei gebrauchen, Trent. Okay, aber ich hoffe, dass was dabei rumkommt. Das verspreche ich. Oh, und Trent, an Ihrer Stelle würde ich die Kohle in Ihren fliegenden Schrotthaufen stecken. Versuchen Sie es bei dem Händler da drüben, der hat immer was. Wir sehen uns im All. Auf jeden Fall, weil er hat recht, das ist ein fliegender Schrotthaufen. Also, das ist im Prinzip das billigste Schiff, was man im Spiel haben kann. Gerade halt für den Anfang, gut. Schauen wir mal, was der Schiffshändler da hat. Oh. Ah, der hat nur das Nashorn. Das ist ein Frachter, gut, den brauche ich nicht. Ich glaube, da muss ich wieder zurück zum Planet Manhattan. Mal schauen, was es dann dort da gibt. Rüstungshändler. Ah, was hast du? Ah, da haben wir schon was Besseres. Oder? Ist das was Besseres? Bisschen besser. Sind wir da? Das ist gar nichts, okay. Nehmen wir da einen Wecker. Den verkaufen wir. Dann kaufen sie dann da was dazu. Schauen wir mal, wir haben ja vorher was eingesammelt. Oh! War das bei dem? Schubdüse, aha. Achso, wir haben da das hauptsächlich aufgenommen. Von den Schiffen, die was wir zerstört haben. Schauen wir mal, das reicht eh dabei. Gut. Schauen wir mal, vielleicht können wir beim Zurückfliegen ein bisschen handeln. Was war das jetzt? Nö. Achso, Logbuch. Okay, im All über Planet Pittsburgh treffen. Ah, okay, also dann brauche ich gar nicht handeln, weil dann haben wir im Prinzip gleich die nächste Mission. Ja. Mal über Planet Pittsburgh treffen, es wird angenommen ein Angriff. Liberty Rooks über die Transportstützpunkt irgendwo im Pittsburgh Schuttfeld ausging. Ah, okay. Das ist das da rundherum. Wir können da ja ein bisschen zuzoomen. Also wir haben da den ganzen Schutt, so blöd dargestellt, aber ja. Nur der Verbrecher. Okay, die müssen wir da eliminieren oder rausräuchern, austreiben sozusagen. Schwierigkeitsgrad steht da auch wieder bei Vergütung. 3500 Credits kommen wir dafür, das ist ja schön. Da sind sie ja. Vier LSF-Jäger von Fort Bush suchen im Schuttfeld nach der Basis der Rogues. Sie haben schon Gefangene gemacht. Ich lade die Koordinaten für unser Suchmuster hoch. Zur Patrouille treffen wir uns mit einem weiteren Jägergeschwader. Moment, da sind sie ja. Gamma 6, Delta-Patrouille meldet keinen Feindkontakt. Sie sollen weitersuchen. So oder so, wir finden heraus, wo diese Rogues sich verstecken. Trent, ich habe einen Wegpunkt in ihr Neuralnetz geladen. Formation einnehmen. Formation mit... sind das die da? Ja, das sind die. Nehmen wir Formationen. Braucht man selber nichts mehr da. Fliegt für mich. Wo geht's hin? Wissen wir das schon?
Nein, wissen wir nicht. Nach dem Angriff auf unseren Transport hat die LSF 4 Geschwader abkommandiert, um mit uns herauszufinden, woher diese Rogues kommen. Sie müssen hier einen Geheimstützpunkt haben. Und diesmal finden wir ihn. Mayday, okay. Mayday, ihr Gefängnisschiff XD-19, wir werden angegriffen. Alle Liberty-Patrouillen, bitte melden. Alle Einheiten auf Abfangkurs gehen, ich lade einen Wegpunkt hoch. Hier LSF-Patrouille Gamma 6, wir sind auf Abfangkurs und nähern uns ihrer Position, over. Verstanden, Gamma 6, wir werden von mehreren Rockjägern angegriffen. Mehrere Decks brennen und unsere Verteidigung versagt. Verstanden, durchhalten. Ah, wir sind schon fast da. Ah, da sieht man nämlich ja die Entfernung. Und ja, die einzelnen Informationen, was es ist und so weiter und so weiter. Oh, Status haben wir da unten auch, das schaut nicht mehr recht gut aus. Und man sieht, das Sprengschaden ziemlich. Schaff diese Typen weg. Da ist es, schwer beschädigt. An alle, Formation auflösen und angreifen. Da unten, können wir, da unten, wo ich gerade drauf geklickt habe, können wir die Gegner gleich auswählen. Der, der was am nächsten ist, sozusagen. Weiter auf 6 Uhr. Schau. Komm her! Ja, man merkt schon, das die Zusatzwaffen, was man da dazu gekauft hat, die bringt schon. Trennt das Gefängnisschiff um jeden Preis verteidigen. Ja, ich mache schon. Doch. Oh, der hat gleich ein bisschen mehr gehabt. Das ist gut. Ich werde angegriffen. Oh, die nächsten kommen schon. Ja. Stirb! Na! Ziel in Reichweite, Feind erfasst! Wait, jetzt hab ich die. Waffen sind bereit, ich sehe mein Ziel. An die Sensation, Feuerwaffen. So, nächster. Sehe ich da über Schiff, wie die Namen drüber stehen beim Schiff. Also. Sehr individuelle Namen, also nicht nur einfach zu einer gewissen Fraktion oder so, sondern da wieder Namen und. XT-19, wie ist Ihr Status? Over. Feuer sind eingedämmt, Lebenserhaltung auf mehreren Decks ausgefallen, sonst okay. Over. Bestätigt. Können wir Ihnen irgendwie helfen? Negativ. Reparaturtrupps von Pittsburgh sind unterwegs. Das war perfektes Timing. Wir helfen doch gern. Epsilon-Geschwader hierbleiben, falls mehr Rogues kommen. Trent und ich suchen auf eigene Faust weiter. Bestätigt. Viel Glück. Ich lade neue Koordinaten hoch, Trent. Sie übernehmen die Führung. Alles klar. Reiseflug. Können wir Umschalt W drücken oder ich druck's einfach da, dann geht das automatisch. Gut. Anfliegen. Yeah. Fliege es an. Ein sexy Schiff. Ja, das er ist jetzt von. Also automatisch ausgewichen, nicht, dass wir da in einen Planeten reinkrochen, also. Die Rogue-Basis muss hier irgendwo sein. Zu weit von ihrem Versteck entfernt würden sie so ein großes Gefängnisschiff nie angreifen. Nee, nee, nee. Ja. Schöner Schrottplatz da. Hier LSF Beta 4, werde angegriffen und brauche Hilfe. Hier LSF Patrouille Gamma 6, wir hören Sie, Beta 4. Wo sind Sie? Over. Am Rand des Schuttfelds. Ich. Mehrere Rogue-Schiffe verfolgen mich. Ich werde sie nicht los. Meine Schilde versagen. Okay, Trent, pusten wir die Kerle weg. Okay. Gib mir ein bisschen Gas da. Oh. Brauchen wir gar nicht. Ist ja nicht schon da. Trent, ich hab ein Rheinlandschiff am Heck. Ja, ich komm schon. Bin schon fast da. Ich kann dir helfen. Nächster. Gegner hat mich erfasst, ich werde nicht los.
So, wo ist der nächste? Da. Komm her da. Was kann ich da vorfliegen da? Ich will die sowieso ein. Oh, ja, mein Schutzschutz halt noch. Das ist gut. Also die Kämpfe sind jetzt halt auch noch ein bisschen einfach, das was sich aber dann im Laufe des Spiels gravierend noch ändern wird. Beta 4, wie ist Ihr Status? Das Schiff hält gerade noch so! Wo ist der Rest Ihres Geschwaders? Futsch, wir haben das Schuttfeld durchsucht und gerieten in einer dichten Teilchenwolke unter schweren Beschuss. Ah ja, Sie müssen nah bei Ihrer Basis gewesen sein. Können Sie uns die Position zeigen? Ich lade jetzt die Koordinaten hoch. Melde Systemüberhitzung und Leck in der Kühlung. Ich kehre nach Pittsburgh zurück. Viel Glück, Beta 4. Danke, Ihnen auch. Also dann, Trent, auf zu den Koordinaten. Ja. Ja, das macht sich nicht gut an, was der da so verzögert. Sollte da schnell zu einer Werkstatt fliegen. Das war's dann wohl, Trent. Ich werde Verstärkung rufen. Ja, an alle bitte. Einheiten, hier Gamma 6. Wir kennen die mögliche Lage der Rogue-Basis. Setzen Sie Kurs auf folgende Koordinaten. Hier Alpha 1. Bestätigt. Wir treffen uns bei den Koordinaten. Over. Hier Delta 1 Führer. Wir sind auf der Rückseite von Pittsburgh. Ändern Kurs zu Ihrer Position. Over. Halt, ich hab da was. Rogue-Kampfjäger im Anflug. Bereit machen. Naja, das kann ja dann nur ein bisschen dauern. Bis das die da sind, die Verstärkung. Ja, wahrscheinlich werden wir sie dabei erleben. Was euch gefällt? Hier LSF Alpha 1. Was ist der Status? Die Rogue-Basis muss in der Wolke da vorn sein. Folgen Sie uns. Und Funkstille wahren. Trent, Sie übernehmen die Führung. Alles klar. Oh, jetzt sehen wir dann überhaupt nichts mehr. Das ist ja schön. Da, die Rogue-Basis. An alle Einheiten. Hier Gamma 6. Wir haben die Position der Rogue-Basis bestätigt. Ich übermittle neue Koordinaten. Alle Einheiten, ich sehe zwei Verteidigungsplattformen und ein gepanzertes Depot. Dafür werden wir Torpedos brauchen. Over. Das Delta-Geschwader hat Torpedos. Sie sind unterwegs, Trent. Wir können ihre Basis nicht knacken. Die Panzerung ist zu stark. Aber wir können ihre Verteidigung schwächen, indem wir die Plattformen zerstören. Los geht's. Sofort, hängt er nur an. Piratenschiffe im schnellen Anflug. Oh, ich hoffe, die Verstärkung ist bald hier. Nicht Mio schießen da. Oder rammen. Das ist voll uncool. Waffen sind bereit. Ich sehe mein Ziel. Kontakt in Reichweite. Greife gleich an. Beide weg. Noch eine übrig. Machen wir Schild nur schnell auf, Lana. Habe Sichtkontakt zum Feind. Ziel ist anvisiert. Bin beschädigt, aber nicht sehr. Da muss ich aufpassen, nicht dass mir die... Zweite Plattform weg. Wo bleiben diese Torpedobomber? Der Schutzschild war schon ziemlich weit unten jetzt. LSF Delta 1. Wir nehmen die Station unter Torpedobeschuss. Over. Schön euch Jungs zu sehen. Machen wir sie fertig. Na komm her, du flinkes Ding. Wo ist denn hier? Habe Ziel ausgewählt. Jawohl. Oh. Das ist jetzt schnell gegangen. Torpedos unterwegs. Okay. Schuss, Delta-Führer. Gern geschehen, Gamma 6. Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft. Yeah, Feinde zerstört. Tschüss. Okay, und wie kommen wir jetzt wieder heim? Das war der letzte. Kammer 6, jetzt übernehmen wir. Alle Einheiten bereich sichern. Gut gemacht, Trent. Hauen wir ab. Ich lade Koordinaten für Pittsburgh in ihr Neuralnetz hoch. Los geht's. Okay. Anfliegen. Boah, sehr gut. Ersten Feinde getötet.
Das ist super. Da fühlt man sich, glaube ich, ein ganzer Weltraummensch. Nicht schlecht für einen Grünschnabel. Ich glaube, von Ihnen wird man künftig noch eine Menge hören. Nee. Unsere heutige Aktion wird der wachsenden Kriminalität in diesem System hoffentlich einen Schlag versetzen. Vielleicht können wir uns jetzt ganz auf den Orden und seine Unterstützer konzentrieren. Schulzkis Ermordung muss gesühnt werden. Ja, Rache. Trent, Juni hat eben eine Nachricht auf dem sicheren Kanal geschickt. Eine Planänderung. Ich muss weg. Wenn Sie auf Pittsburgh landen, reden Sie mit einem der Deep Space-Vertreter. Die haben was für Sie in petto. Ich transferiere derweil Ihren Lohn. Danke für die Hilfe. Man sieht sich. Tschüss. Alles klar. Trent, hier Juni. Gute Arbeit. King sagte mir eben, dass Sie ihn beeindrucken.